werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Noch 5 Minuten in dieser Session. Wir sind soweit. Jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Nur noch eine Minute. Sekunden in dieser Session.
Gute Arbeit, du bist für die nächste Session qualifiziert. Ist bereit.
an die Box kommen. Du lässt Zeit in den Sektoren 1 und 3 liegen. Deine Zeit in Sektor 2 ist gut. Du verlierst aber etwas in den Sektoren 1 und 3. Dir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Noch 5 Minuten in dieser Session.
Das Auto ist fertig. Los geht's. Morgen auf Startplatz 3. Eine gute Ausgangsposition für das Rennen.
Wir sind bereit. Tempo.
niedrige 1,40er Zeiten. Niedrige 1,40. Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. Zwischen dir und deinem Vordermann liegen nur 4 Sekunden. Du musst weiter pushen. Du baust deinen Vorsprung auf Alonso aus. Liegt 5 Sekunden vor dir. 5 Sekunden vor dir. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl.
3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. Als du. Er verkürzt seinen Rückstand pro Runde um eine halbe Sekunde. Eine halbe Sekunde pro Runde. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an. Yeah.
Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Du lässt gegenüber Alonso rund eine Sekunde pro Runde liegen.
Jedermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Schätzungen kommt Vettel in drei Runden zum Reifenwechsel rein. Jetzt an die Box. Aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden. Du machst das gut. Wir werden sie aber im Auge behalten. Laut
unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Thank you.
eine Lücke von 3 Sekunden. Versuch, sie zu vergrößern. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
Er fällt langsam zurück. Thank you.
halbe Sekunde pro Runde. Benzin zu sparen. We'll be right back.
sind langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. Eine Gruppe langsamerer Wagen. Thank you.
etwas von deinem Vorsprung auf den Verfolger eingebüßt. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Aufgezogen. Scheint ein längerer Stint zu werden. Für dich bereit. Komm diese Runde rein. Nicht an die Box zu kommen. Hat sich bei Hamilton für die harte Mischung entschieden. Boxenstopp.
bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus. Thank you.
wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Sekunden hinter deinem Das war eine neue, schnellste Runde. Deinem Vordermann liegen zurzeit 7 Sekunden.
richtig. Du hast 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Sekunden vor dir, nur 5 Sekunden. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Sekunden.
halbe Sekunde langsamer als du. Fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Vor dir liegen 3 Sekunden. Hohe 1,37er Zeiten fahren. Hohe 1,37.
ist 3 Sekunden vor dir. Zeiten sind gerade etwas langsamer als deine. Zu deinem Vordermann beträgt 3 Sekunden. Dem Auto vor uns, langsam näher. Weiter so. Du hast 3 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. 3 Sekunden.
Gemisch 2, Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Guter dritter Platz. Gratulation. 15 Punkte. Zweiter in der Fahrerwertung.